Costa Rica, die reiche Küste, liegt in Mittelamerika zwischen Nicaragua und Panama. Das kleine Land hat gerade einmal ein Siebtel der Größe von Deutschland, aber ganze 27% der Landesfläche stehen unter Naturschutz. Und zwar, weil Costa Rica eine unglaubliche biologische Vielfalt an Pflanzen und Tieren vorzuweisen hat. Unter anderem leben hier bedrohte Tiere wie der Jaguar, der Ara und der Tapir. Und trotzdem hat Costa Rica leider immer noch eine der höchsten Abholzungsraten der Welt. Das liegt daran, dass ein Großteil der Bevölkerung von der Landwirtschaft lebt. Die Bauern roden die Waldflächen, um neue Weideflächen und Plantagen anzulegen. Das bringt aber langfristig nicht viel, weil der Boden nach kurzer Zeit auslaugt und dann gar nicht mehr genutzt werden kann. So muss immer mehr Wald gerodet werden, um immer mehr neue Flächen zu erschließen. Und gleichzeitig ist die natürliche Waldregeneration zu langsam, um sich selbst davon zu erholen. Das liegt wiederum daran, dass in den Tropen bis zu 90% aller Pflanzensamen durch Tiere wie Fledermäuse oder Vögel verbreitet werden. Doch genau diese so wichtigen Tiere werden durch die verursachten Waldbrände und abgeholzten Flächen aus ihrem Lebensraum vertrieben. Ein Teufelskreis, der den Regenwald und seine Bewohner immer weiter auslöscht. Dabei ist der Regenwald nicht nur Heimat vieler Tiere und Pflanzen. Die Wälder der Erde sind gigantische Kohlenstoffspeicher und speichern ca. 50% des auf der Erde gebundenen Kohlenstoffs, regulieren Verdunstung, Wasserkreisläufe und so das Wetter. Wird der Wald nun gerodet, wird ein Großteil des Kohlenstoffs als CO2 freigesetzt. Ca. 20% der klimaschädlichen Emissionen stammen allein aus der Vernichtung von Wäldern und der Anteil steigt weiter. Um diese Schäden der letzten Jahrzehnte zu reduzieren und neuen Regenwald zu pflanzen, haben wir im Jahre 2015 zusammen mit Wissenschaftlerinnen in Costa Rica ein außergewöhnliches Aufforstungsprojekt gestartet. Auf unserer Projektfläche, eine ehemalige Weidefläche von 2 Hektar Größe, setzen wir Fledermäuse ein, um neuen Regenwald zu erschaffen. Und das geht so. Fledermäuse in den Tropen fressen die Früchte von sogenannten Pionierpflanzen. Das sind meist Büsche oder kleine Bäume, die besonders gut an das schnelle Wachstum auf offenen Flächen angepasst sind. Die Fledermäuse scheiden die gefressenen Samen dann wieder aus und helfen so bei der Wiederbewaldung. Um diese Wiederbewaldung kontrolliert ablaufen zu lassen, stellen wir in der Region künstliche Fledermausquartiere auf. Der darin gewonnene Kot wird gesammelt, untersucht und anschließend auf unserer Projektfläche verteilt. Die Pioniervegetation, die sich so bildet, bietet dann wiederum ein optimales Mikroklima für das Wachstum großer Regenwaldbäume. Und das ist nicht alles. Durch die Früchte werden viele andere Tierarten angelockt, die weitere Samen auf die Fläche bringen. So bringen wir den natürlichen Prozess der Waldregeneration in Gang. Hilfe zur Selbsthilfe quasi. Wir möchten diese effektive und kostengünstige Methode nun gerne etablieren und noch viel mehr Regenwald aufforsten. Aber dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Für 6 Euro pflanzt eine Fledermaus für Sie einen Baum in Costa Rica. Jetzt spenden auf naturefund.de/Costa Rica.